hat altes Reparieren relativ wenig gebracht. Nächster Sektor. Was haben wir denn da? Zeutan und Nebel. Ich glaube, ich fliege die Route hier oben ab. Die schaut mir doch relativ gut aus. Und mit dem Tarnschiff durch Nebel zu fliegen? Ach, nee. Muss nicht unbedingt sein. Okay, vom Zeutan kontrollierter Raum. Eine Sonne. Da fliege ich bestimmt nicht hin. Nur Nebel. Ich glaube, wir greifen das Schiff in Nebel hier an. Ja, und keine Anomalie. Perfekt, oder? Zählt das als Anomalie? Ich weiß gar nicht. Okay, was haben wir denn? Ein Rock-Scout-Schiff. Hey. Was soll das? Mich anzugreifen ist immer eine böse Idee. Geht doch nicht machen. Und? Kann ich denn? Ach, natürlich kann ich. Drei Räume wieder durchschießen. Jung. Dann noch die Schilder einmal weg. Dann einmal. Oh, verdammt. Den habe ich gerade versammelt, den Schuss. Den habe ich versammelt. Schafft das noch? Er müsste es schaffen. Ja, perfekt. 4 Drohnen. Raketen, Scrap Metal. Nachdem wir keine Raketen haben und Drohnen eigentlich auch nicht brauchen, wir riskieren es einfach. Ich will etwas mehr Scrap Metal haben. Bitte. Enttäusch mich nicht. Etwas mehr Scrap Metal als 11? 19, perfekt. Fuel haben wir sogar noch bekommen. Und einen Drum, ja. Also hauptsächlich Scrap Metal und Fuel. Das war das, worauf ich es eigentlich abgesehen hatte. Ich komme noch in den Nebel, ob da irgendwas ist. Eine wunderschöne Landschaft. Okay, das hätten wir uns eigentlich sparen können. Hier ist was und hier ist was. Dann wieder Nebelfight. Warum auch nicht? Das hat ja gerade auch schon gut geklappt. Eine Drohne. Na, danke fürs Gespräch. Das gefällt mir so quasi gar nicht. Okay. Und nochmal drauf. Halt, so rum müssen wir machen. Okay. Hat das schon mal abgeschaltet? Oh fuck. Nein. Ach. Das hätte es nicht sein müssen, nee. Nein. Ach Gott, komm schon. Mist. Unnötig Schaden genommen. Ja, aber da merkt man's. Ohne Schilde, ja, nicht so gut. Aber es ist machbar. Wir brauchen nur einfach 20 Scrap Metal. Okay. Das macht's wieder wett. So, jetzt aber. Shop wieder reparieren lassen und dann hoffentlich ein Sieg. 150 für Schilde. Nein, danke. Eine Schnecke. Dann NG wäre natürlich auch eine feine Sache. Alles reparieren bitte. Dankeschön. Wir haben ja schon genug Crewmitglieder. Den Rest finden wir wahrscheinlich. Und wenn, dann bräuchten wir eh ein paar von den Insekten. Oder so ein Rockman. Rockman wäre natürlich auch eine feine Sache. 20, das passt auch. Hat sich keine Waffen hier. Nö, das war's soweit. Den Rest könnten wir eigentlich. Das ist zu viel. 40 und 20 geht? Nice. 35%ige Chance auszuweichen. Nehme ich doch gerne. Das Ganze nutzen wir jetzt gegen dieses Schiff. Welches sein wird? Natürlich ein Schiff mit... Verdammt. Und sie haben uns natürlich gebordet. Warum auch nicht? Damit. Einmal hierhin. Einmal dorthin.
Achso, ich sollte. Oh Gott. Die ist leicht zerstört irgendwie, ja. Definitiv zerstört. Oh Gott, damit. Du gehst wieder zurück hier. Du kümmerst dich hier rum. Erzieher, geh wieder zurück hier hin. Und feuerfrei und feuerfrei, keine Ahnung, ob es irgendwas bringt. Dammicht. Okay. Nicht so genialer Plan, der da wäre. Keine Ahnung. Ich kann irgendwie. Ich kann die Kammern fluten, aber. Komm einfach so durch, das bringt nichts, das bringt rein gar nichts. Okay, alles was ich habe, auf ihre Schildsysteme. Autsch. Es tat unnötig weh. Das tat sogar noch mehr weh. Okay, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die irgendwie. Ne, die kommen direkt wieder her. Tanzsystem aktivieren, Waffen ausschalten. Okay. Okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Du Laser auf die Schildsysteme. Dann hier einmal auf die Waffensysteme querfeld einschießen. Die müssen weg. Oh Gott, Fischer hat 17. Er hat 14. Oh nein, oh nein. Du, raus hier. Nein! Wir haben die Engine. Nein! Wir haben auch Fischer verloren. Dammit. Corvo, Rettis. Nein, was macht's hier? Gott, komm schon. Ausweichen. Oh Gott. Okay. Wir haben unseren Waffenmann verloren, unseren Sam Fisher und unseren tadellosen Ingenieur. Dang it. So jede Menge Schaden genommen. Eieieiei. Ich glaube, dieses Tarnschiff steht unter keinem guten Stern. Einmal Energie reinjagen. Dankeschön. Aber wie konnten die auf einmal so viele Leute hier reinporten. Das ist es doch. Ich muss sagen, das ist nicht fair. Nein, auf keinen Fall. Die hat noch gar nichts Gutes. Ja gut, dann. Ezio, auch wenn dich die Technologie wahrscheinlich überwältigen wird, du darfst die Laser bedienen. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Ich hoffe, tut mit, sonst Space is beautiful. Okay, nichts war. Nein, da fliege ich jetzt nicht rum. Da fliege ich jetzt nicht rum. Da verschwende ich lieber nochmal einen Sprit. Damit. Wenn da oben nochmal sowas ist, dann kriege ich aber eine Krise. Nein, natürlich erstmal ein Fighter. Den wir natürlich gut auseinanderlegen werden. Dass die Tarnung am Anfang nichts gebracht hat, fand ich jetzt leicht dumm. So, einmal hier Köpfe ein. Damit. Eine der Laser hat überlebt. Und natürlich die Lebenshaltung. Warum auch nicht? Verdammt. Mach doch mal. Hier, komm, du reparierst mal die Lebenshaltung. Zumindest. Verfehlt? Och, komm schon. Es muss brennen, brennen muss es. Oh ja, oh ja. Und zwar richtig brennen. Wenn schon brennen, dann richtig. Nochmal ein paar Laserseifen hier reinjagen. Verdammt. Komm, noch einmal, noch einmal. Oh.
Der Raum scheint ausgebrannt zu sein. Verdammt. Nein, das ist uns zu wenig. Ich will mehr. Ich will viel, viel mehr. Beziehungsweise, ich kann sie einfach sterben lassen. Ohne Sauerstoffsysteme haben sie keine Überlebenschance mehr. Ja, Rebellen, tut mir leid. Ihr wolltet es ja nicht anders. Bis jetzt das erste Mal, dass die Räume dann so rot werden. Heißt, sie sind komplett ausgebrannt? Das wäre natürlich was. Ja. Und wie es sich gehört, der Captain geht mit seinem Schiff unter. Aber jetzt sehe ich auch, was passiert, wenn man den Brand nicht löscht. Ja. Komm schon, bitte versteck davor. Ja, perfekt. Hier brennt es noch nicht. Ja, okay, gut. Ja, Captain, komm schon. Hier kann nicht mehr so viel Luft drin sein. Spätestens jetzt, ja, das war's. Perfekt. Und 26 Scrap Metal. Bingo. So und nicht anders muss das gemacht werden. Motivation. Perfekt. So kann er dann auch mal nach hinten rennen und Sachen, Gegner besiegen. Und wir haben immer noch etwas Ausweichmöglichkeiten. So sind wir zu ne. Ich sag nichts mehr. Wir verlassen den Raum. Nein, wir gehen einfach. Hat keinen Sinn mehr hier. Oh. Ein föderiertes Sympathiant hat uns kontaktiert und Verteidigungsdrohne bekommen. Wir gehen doch noch nicht. Haben sie gefunden. Ein Mantis-Scout. Nice. Mit denen können wir mal... Schon bisher erst im zweiten Sektor. Ich wollte gerade sagen, der hat relativ wenig Schilde, aber das macht ja sogar Sinn. Okay. Waffensysteme feuerfrei. Und nochmal einmal Querfeld ein. Denn so muss das sein. Ich glaube, die kriegen wir nicht dazu, dass hier irgendwie brennt. Aber hier könnte man schnell drüber schießen. Ich glaube, das mache ich auch. Mini-Beam. Feuer! Oh ja, oh ja, wir haben es geschafft. Es ist Feuer ausgebrochen. Ja, yes, ich habe Feuer gemacht. Aha. Und ich habe Mantis besiegt. Meistens. Etwas Scrap Metal. Komm. Wenn wir schon... Wenn es uns egal ist, machen wir den auch noch fertig. Ah, jetzt sehe ich es. Kein Sauerstoff in irgendeiner Form hier drin. Anstatt dieser gelbe Rand. Ich habe gleich gesehen, dass es dafür ein Update gab irgendwie. Nein, Sir, Ihre Ionenwaffen treffen mich nicht. Nicht heute und auch nicht morgen. Können wir noch einmal hier querfeld einzuschießen? Und ich muss sagen, das war's eigentlich schon wieder fast mit ihm. Ja, vielleicht hier. Kriegt da 3 Punkte? Reicht es aus? Egal. Nein, der eine Schuss hat schon ausgereicht. Jede Menge schönes Scrap Metal. Und zurück jetzt. Jetzt hauen wir aber wirklich ab. Und zwar ziviler Sektor oder Rebellen? Ich glaube, die Wahl ist eindeutig. Ziviler Sektor hat viel Gutes. Was haben... Natürlich. Eine Sonne, ein Asteroidenfeld vor uns. Und ein Signal von einem anderen Schiff. Bevor wir das machen... 60. Das habe ich leider nicht. 50 hätte ich, aber nicht die Energie dazu. Ja, dann... Dann werden wir einfach mal so den Leuten hier helfen.